Es waren die besten 3 Wochen meines Lebens. Die haben mein komplettes Leben geändert. Das war schon genial. Das war die geilste Zeit überhaupt. Das waren eigentlich einer meiner coolsten Sommerferien, was ich niemals gedacht habe. Ich war auf dem Gymnasium, war auf der Realschule, war auf der Hauptschule, war auf noch einer Hauptschule. Ich habe meine Wege nicht erkannt, ich habe die Wege nicht wahrgenommen. Bevor ich in das Sommercamp gekommen bin, war ich ein Mobbingopfer. Und jetzt in dem Sommercamp dadurch hat mein Selbstbewusstsein gestärkt und halt mich aufgebaut. Die haben mir den Weg gezeigt, was ich machen kann am besten. Das war schon so eine Veränderung fürs Leben. Ich meine, jetzt mache ich eine Ausbildung, von der ich niemals gedacht hätte, dass ich sie machen würde. Und Sommercamp hat mich halt drauf gebracht. Genau, als Krankenpflegehelfer habe ich eine Ausbildung gemacht. Dann habe ich im Klinikum Bogenhausen angefangen und bin immer noch da. Ich habe hier angefangen, ich wusste nicht, was ich machen werde. Also haben mir die Betreuer geholfen, jetzt bin ich Metzger. Das ist eigentlich wunderschön. Ich war 2012 im Sommercamp und danach habe ich mein Körbi gemacht, habe dann eine Ausbildung angefangen, habe die dann leider abgebrochen, aber habe dann weitergemacht und fange jetzt am Februar heute erinnern und derzeit arbeite ich Vollzeit im Maurercafé. Ich arbeite jetzt mittlerweile bei Kabel Deutschland, ich habe als Einzelhandel gelernt und bin bei denen jetzt als Teamleiter. Ich mache jetzt Hotelfachfrau, komme jetzt ab September im zweiten Lehrjahr. Ich mache heute eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, habe verkürzt auf 2,5 Jahre. Warum meinst du, ist jetzt das im Sommercamp besonders gewesen? Im Sommercamp waren sie auch nicht nur fokussiert nur an dieses öffne Buch und lerne, weil das war halt langweilig. Und hier bringt man es halt mit Aktivitäten halt zusammen. Ich meine, dieses Coaching oder so, das hat auch sehr viel gebracht. Ich war nie so der Lerntyp, ich habe immer so, oh, scheiß Lernen, aber die haben das halt immer so gemacht, dass es dann Spaß macht. Wir haben vieles in Gruppen gemacht. Also abends, wo wir immer das Buch gelesen haben, Isola, das kann ich mich noch erinnern. Das war für uns damals nicht so interessant, irgendwie zuzuhören, mitzulesen. Ja. Aber jetzt, ich kann nicht aus dem Haus gehen, wenn ich weiß, dass ich mein Buch nicht dabei habe. Was war denn für dich so das Wichtigste? Nach 3 Wochen habe ich mit Leuten geredet, von denen ich, sagen wir mal, in München auf der Straße niemals noch nicht mal Hallo sagen würde. Und das fand ich halt sehr schön, weil hier war halt jeder er selbst. Wie kitschig das auch klingt, es war wirklich egal, woher man kommt. Hier war jeder gleich. Würdest du sagen, dass deine Teilnahme am Sommercamp etwas bei dir verändert hat? Ja, ich gehe offener mit Dingen um. Also wenn irgendwas Neues ansteht, bin ich mehr dazu bereit als vorher. Früher war ich ein bisschen schüchtern und Sommercamp hat mir mit dem Tanz, mit dem Musical gezeigt, dass ich mehr kann, als ich von mir selber denke. Ich bin lernwilliger geworden, ich bin offener geworden und habe einfach gelernt, dass man an sich selbst glauben muss. Ich glaube, das hat mich schon irgendwie auch verändert. Ich bin ruhiger geworden und ich explodiere nicht gleich. Welche Module waren denn für dich besonders wichtig? Das war einmal Bewerbungsgespräch, Mathe. Bevor ich zum Sommercamp war, habe ich nichts von Mathe verstanden. Und der Herr Tromukis hat uns wirklich viel erklärt und wirklich gut. Vorstellungsgesprächtraining war auch toll. Also, dass da Firmen Leute kamen. Und das Musical auf jeden Fall. Das Musical war einfach klasse. Es war einfach Teamwork. Du hast doch gar keine Ausbildung. Ich habe keine Ausbildung. Ich sage mir, ihr seid ein wirklich tolles Team. Bist du nicht mein Seite? Hast du die Nachbetreuung besucht? Die Nachbetreuung habe ich besucht. Das war in der 9. Klasse und die hat auch sehr viel gebracht. Die haben sich auch Mühe gegeben und mir war es halt immer peinlich, vor anderen Leuten überhaupt Kopfrechnen zu machen oder sonst irgendwas zu sagen, weil ich dachte immer so, ja, die denken sich ja wahrscheinlich, wie blöd ist denn die eigentlich? Der kann doch nicht mal das und das zusammenrechnen oder den Sinn darin erkennen. Aber die waren halt ziemlich geduldig mit mir. Ob sie nur so taten oder nicht, aber es hat gut getan. Die Nachbetreuung war nämlich sehr gut, weil da hat man die Bewerbung dann nochmal gemacht, da hat man dann auch Sachen rausgesucht, weil ich ja gar keine Ahnung hatte, was ich mache. Das Sommercamp fand ich halt ganz cool, weil ich halt vorbereitet wurde aufs Berufsleben und natürlich auch vorbereitet auf den Quali selbst und den habe ich dann auch ganz gut abgeschlossen. Meine Noten sind komplett bergauf gegangen nach dem ganzen Sommercamp hier. Ich denke mir, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte ich den Quali vielleicht gar nicht geschafft. Ich muss ganz ehrlich sagen, für den Quali habe ich am Ende durch das Sommercamp nicht mehr viel gelernt, nicht mehr viel lernen müssen. Hab einen Quali mit 2,0 gemacht. Hast du noch Zukunftspläne mit deiner Ausbildung? Ich wollte halt noch mein Abi noch dranhängen, nach den 3 Jahren.
Und dann wollte ich dann duales Studium machen, Hotelmanagement. Nach meiner Hotelausbildung möchte ich ein Jahr ins Ausland, entweder nach England oder Australien, weil ich da mein Englisch verbessern möchte. Work and Travel kann man auch machen. Und danach bewerbe ich mich bei der Lufthansa als Stewardess. Ich hoffe, ich halte das durch. Dein IHK steht mir bis heute noch hinter mir. Das ist halt das Schöne dran.